Stufe Rot im Kanton Neuenburg. Die kritische Corona-Lage soll für alle sichtbar sein. Eine rote Flagge weht ab heute als Mahnmal über dem Regierungsgebäude. Auch hier, das Contact Tracing ist aus dem Ruder gelaufen. Was sind also die wichtigsten Schritte, die wir identifizieren konnten, um eine solche Krise zu verhindern? Wir müssen jungen Menschen beibringen, dass es ein legitimer Weg ist, an die eigene Idee zu glauben, Risiken einzugehen, einfach zu machen. Also einen Wertewandel, der schon in der Schule beginnt. Denn die beste Infrastruktur, wenn sie dann mal da ist, hilft nichts, wenn sie niemand nutzt. Wenn wir als Land lernen, die Zeichen zu lesen, jungen Menschen zu vertrauen und ihnen Chancen zu geben, schneller zu werden und uns zu öffnen. Lass uns machen, lass uns selbst denken. Vertraut uns, weil diese jungen Menschen die Zukunft sind. Nur wenn in sie investiert wird, hat auch Deutschland eine Zukunft in Europa und der Welt. Sie sind die treibende Kraft und der Schlüssel zu allem. Sie sind der Spirit. Be informed, be united. Was ist das? Ein Lautsprecher und eine Wahlbox und eine chinesische Frau und Vote! Verstehe ich jetzt, was Catherine Mahir im ersten von vier Tweets mit dem Win-Win-Win gemeint hat? Ist sie am Wahlkampf machen gegen Trump zusammen mit Time Magazine? Oi. Hashtag IT-WikiCon, Italien-WikiCon. Da war sie gestern Abend live um 19 Uhr, heute Morgen jetzt um 10 Uhr, Chimbo Wales. Chimbo Wales, komm zurück. The Great Reset als eine große Restauration, ein Zurücksetzen. Die alten Mächtigen werden gewaltig mächtig. Ui. Afrika, Mittelmeerraum, Italien. Ja, sogar die Foundation fährt hier rüber und flickt hier mal alles wieder zusammen. Ebenfalls fantastisch. Schau mal hier. Umwelt. Ja, das ganz, ganz große Thema. Aber was? Er stellt jetzt diesen Baum und er geht schaufeln mit die... Also, wer es nicht checkt, also ist echt... Hallo? Wer links ist, geht rechts. Wer rechts ist, geht. Alles zurücksetzen. Bei Null noch einmal anfangen. Null ist also diese Fake-Welt hier. Alles zurück auf Feld 1 mit Klaus Schwab. Auf und Davos. Raus aus dem Käfig. Yes, das ist ein altes Thema. Oh, die ist natürlich auch die Frau Holle, ist ganz schön. Und dann natürlich auch, das ist ein uraltes Thema. Von Davos, ready for takeoff und yippie und alles mit der ZHDK natürlich. Jetzt will ich aber bereit sein für Chimbo Wales. Aber zum ersten Schnipsel noch Stefan Trübi. Den habe ich kennengelernt bei Emergency Design. Da, Schnipsel 731. Damals war Stefan noch nicht Professor Doktor, aber er hat damals uns allen erklärt, was der Homeland Security gelingt, mit diesen Farben zu arbeiten und immer mit dem Roten zu drohen, was jetzt sogar in der Schweiz gemacht wird. Hoi, wenn man Stefan Trübi fragen würde. Oi, oi, oi. 10 Jahre nach dem Abschluss der Zusammenarbeit mit Daniel Model lässt Stefan Trübi zu, dass noch einmal so ein Text kommt und so. Aber hey, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Stefan M. Seidel gibt sich als Querschläger vor staatskritischem Hintergrund und tritt auch im Zürcher Dada-Haus auf. Obwohl Protestikonen, Jugendpop und experimentelle Kunstpraktiken wie jene von Seidel. Er tut nur links. Ist natürlich tatsächlich ein Rechter. Rechter, würde er dann sagen? Oh mein Gott, dieser Durcheinander ist sensationell. Im Namen des Herrn, der Wut und des Heiligen Zorns geht hin. Unruhe.